Einfach mal gucken, sagt Mutti. Das Größte hätte ich ja meine Schuhe auslassen können. Hier ist ja der Boden gut. Und hier sind Fußabdrücke. Ja, sind ja aufgeklebt. Gut, es ist halt schon leicht entkernt. Hier ist die Aufzugstür noch vorhanden. Und grüß dich. Ja, ich habe jetzt die Schuhe. Hier ist es sauber, habe ich die Schuhe ausgezogen. Oh. Da fehlt die Wand. Ah, hier war ein Stück Kita, kann das sein? Oh, hier sind solche Widmungen. Und wofür auch immer hier diese Glocke ist, vielleicht die Feuermelder, Feueralarm. Also, wir sollen nicht filmen, alles Rohbau. Ich bin jetzt gerade mal die Treppe hoch. Jetzt weiß ich ja, warum hier die Sonne reinscheint. Kommt aufs Dach. Das ist vielleicht nicht die beste Idee heute. Aber hier die Aussicht ist geil. Hier ist das Treppenhaus, was ich eben gezeigt habe, glaube ich. Denn hier müsste es offen sein. Und vor allem, was ich witzig finde, ist, dass da hier halt ein Riss in der Wand ist. Als ob das Gebäude abbrechen wird. Das sieht ja aus. Hier sind nochmal Zeichnungen. Und dann hat man hier einen gefliesten Raum. Als ob das vielleicht. Nee, das hier sind noch solche Seifendinger. Ich habe auch das Gefühl, dass hier das Fußbodenniveau ein bisschen höher war. Ja, doch, hier, wenn man sich die Kanten anguckt. Die Biraden. Hier so ein Podest. Der hat mich ein bisschen an das Stadtbad Duisburg. Das war leider auch schon so entkernt. Aber hier, das soll noch richtig gut sein, sage ich jetzt mal. Das sagt Molly. So, hier geht's ins. Richtiges Schwimmbad. Jo, ist zwar auch entkernt und so. Aber ansonsten, die Scheiben sind noch ganz. Mal ein bisschen heller machen, dass man auch hier noch was sieht. Aber es waren halt auch schon viele Leute da, oder? Zeig doch mal mehr Begeisterung. Ja, das kann ich nicht so. So, hier 50 Meter Becken. Herrlich. Nein, das ist ein Scherzkeks. Ja, da kommt man nicht rein, weil der Zaun ist. Ah ja, was soll's. Mal gucken, wie man herunterkommt. Hier geht's zu den Toiletten. Hält noch eine Treppe, die ist neben dem Treppenhaus. Achso, da kommen wir sicherlich dann halt einfach runter, oder? Man sieht vielleicht, wenn man genau hinguckt, dass das so ein etwas älterer Standard ist. Ich will meinen Arsch drauf verbieten, dass die Scheibe hier fehlt, damit man nicht durch die dreckige Scheibe fotografieren muss, oder? Ob das hier. Gucken. Originalaufnahmen sind bestimmt. Das ist sicher jemand wiedererkennen. Ich mag lieber Speck als zu mager. Das ist ja alles so eingesprüht. Mal sehen. Ja, der Aufzug ist wohl mit der Zeit auch ein bisschen unzuverlässig geworden. Hier die Treppe, das hatte ich ja gezeigt. Und das ist halt Holz. Ich weiß gar nicht, was damit passiert. Ich muss an Mulli fragen. Ja, einen anständigen Leiter gibt es nicht mehr. Und das mache ich ja nicht. Also. So, ich habe aber vom Sprungturm aus gesehen. Da waren sie ja der B-Roll. Ja, Thomas hat seinen eigenen Kameramann diesmal dabei. Warum sind hier Bauzäune? Sind die übrige was? Sonst geht's in die dunklen Stellen hier. Ja. Ich hab die Treppe nach oben gefunden. Die Linien sind tatsächlich original, schätze ich. Also bin ich sehr stark davon überzeugt. Was zur Hölle ist denn das für ein Relikt? Oder hier. Hilfe. Ist die Tür ins Nirgendwo? Und wer sich erinnern kann, ich hatte einmal die Frage gestellt, wie ein Schwimmbad abbrennen kann. Hier ist einfach nur übelstes Pappholz. Also,
So, das hier. Habe ich gesucht. Die VIP-Räume, oder? Aber das sieht man doch gar nicht so richtig. Ja, hier sind dann wieder so Erinnerungen, wie es alles mal war. Meine Güte, die Tribüne war voll. Ja, Molly sagte, hier haben auch Meisterschaften stattgefunden. Das ist jetzt wahrscheinlich hier für die Urbixer. Die sich, naja. 4,10 Meter, da lag ich ja mit meinen 4 Meter Tiefe richtig. Und wenn man hier die Kuppel sieht, da frage ich mich, ob das zur Betriebszeit schon kaputt gegangen ist. Ja, ein bisschen frage ich mich, ob diese Treppe hier original ist. Also wenn man runterfliegen kann man nicht, wenn dann hat man eher weniger Hornhaut. Die ist ja übel rau. Thomas erzählt gerade, dass es hier besonders glatt ist, aber ich finde gerade durch diese feine Fliesenstruktur ist es relativ wenig glatt. Also bei größeren Fliesen ist man mal, also man hat ja große Fugen und dann dreht man sich halt so rein. Also man kann rutschen, aber nicht zu viel. Ich weiß noch, da habe ich mich mal am Fuß verletzt, weil ich das auch immer so gemacht habe, wie so rennen und schlittern. Ja, das, ja. Ich hätte von vorne gedacht, hier, dass der Boden weg ist, aber die Fliesen, da wurde Farbe drauf gekippt. Naja. Ja, die Haubentaucher. Ja. Leichter Sichtschutz, auch nicht schlecht. Aber ja, so eine Art Widmung hier. Ich frage mich gerade, wo das Wasser herkommt, weil es hat auch schon lange Weile nicht mehr geregnet. Glaube ich. Ja, hier in dem Bereich war ich schon. Hier ist der Eingangsbereich, wenn man hier runterguckt. Ach, das ist ja hier sogar ein Mosaik. Also das hier in dem Treppenaufgang im Eingangsbereich. Nochmal, um das zu zeigen. Hier sind irgendwie Tauben dahinter. Die sich gegeneinander haken. Ich weiß aber nicht, wie die reinkommen. Ich weiß nicht, ob oben offen ist. Oder ob die. Ob es zwar offen ist, aber die können nicht hochfliegen, weil. Ach ja, VPS. In die Firma sollte man Aktien investieren. Hier scheinen wohl die Umkleiden oder irgendwas zu sein, ich weiß nicht. Also hier der Boden ist glatt, da steht das Wasser. Ich bin dort durch zu der Pfütze gelaufen und bin schon gerutscht. Genau, und da wurde es so nass. Das sind hier so die Umkleiden. Das kennen wir ja auch schon. Was sind denn das für ach so. Sollen das solche Spinde sein? Okay. Das wird es wahrscheinlich sein. So, also jetzt nur zur Sicherheit habe ich das Schild jetzt mal hingestellt. Ah, das ist mal was Neues. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Umkleideschränke sind das. So ist es gedacht. Aber nur ein Eingang von vorne. Das ist schon ein wenig schwach, oder? So, jetzt bin ich irgendwie ganz hinten und Thomas hört man einfach durch das ganze Gebäude. So, jetzt hier hin. Ah ja. Da wieder. Und hier steht erstmal Ende. Ah, hier die Treppe. Haben wir schon gesehen. Hier geht's später runter. Ah, da geht's auch. Und da geht's auch nochmal bis sonst so hin. Das sind das hier nochmal Spezialumkleiden oder was? Weil hier sind einfach nur so einzelne Räumchen. Naja, wer weiß. Ein mysteriöser Gang nach unten. Und ich bräuchte langsam mal ein bisschen Licht, dass ich mein Magazin tauschen kann. Ja, die Elektrik, die sieht ja auch richtig urig aus. Also. Teilweise schon Sicherungsautomaten. Ich weiß gar nicht, was das hier war. Das ist jetzt nicht erkennbar für mich, was das hier für ein Räumchen ist. Hier, das Treppenhaus hat man schon gesehen. Da geht es noch weiter runter. Okay. Von hier müssen wir hier kurz in den Miniradlader rumgefahren sein. Also ich bin jetzt hier theoretisch nicht direkt unter dem Becken, sondern ja, aber in dem Bereich. Warum sieht das hier so komisch aus? So, das hier ist das Becken. Beziehungsweise der Beckenbereich. Und da konntest du auch auf die Treppe gehen. Wir müssen das jetzt rauskriegen. Was suchst du? Wir suchen jetzt, damit wir wollen direkt unter das Schwimmbecken kommen, da wo das kleine Fenster ist. Und das ist nicht der Bereich hier.
Ich war eben gerade schon unter dem großen Becken. Das ja. War doch hier jetzt gerade. Hast du das Fenster denn auch gesehen? Nee, ich habe nicht nach dem Fenster geguckt. Und so, Thomas hat rausgefunden, der eine Aufzug ist von 1961. Und hier halt in dem Bereich, wo die Becken sind, sind ja nochmal Duschen. Die sind noch älter. Ja. Ach nee. Gut, hier geht es dann noch den Gang entlang. Das machen wir. Und hier sind ja noch Waschbecken zu sehen. Und da, ja, kaputte Fenster, beziehungsweise sehe ich hier Glasscherben. Hier ist ein Elektroraum, wo leider nichts mehr drin ist. Molly hatte auch schon im Eingangsbereich gesagt, dass da noch was war. Das aber, ich muss mal fragen, wann die das letzte Mal dort waren. Das ist auf jeden Fall 2015. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier ist das schräge Becken. Dann müsste ja da hinten das andere Becken noch sein. Wann, vor wie vielen Monaten wart ihr denn da? Wie lange ist denn das her? Wie lange hat es her? Ist er nicht hier? Ja? 3 Jahre. Achso, na gut, in 3 Jahren kann sich viel passieren. Ne? Das sieht ja gut aus. Was war das? Ach, ich bin auf dem Stein. So, hier ist dann das andere große Becken. Und da ist eine Leiter. Und hier nebenan ging es noch runter, habe ich gesehen. Ach, da bin ich hergekommen. Das ist auch eine interessante Konstruktion. Ich vermute mal, dass sich da hier das Fundament senkt. Oder so, und man muss dann nach und nach ab und zu mal aufbauen. Oder so. So, das ist möglich. Das berechnen die ja mit ein manchmal. Mir gefällt es nicht, dass das hier so steil ist. Aber ich gehe da jetzt runter. Das sieht aber echt gruselig aus hier. Jetzt bin ich quasi unter diesem Fundament. Hilfe! Das sind da Träger, die anderen hört man noch. Da sieht man Licht. Ach, scheiße. Ja, Entschuldigung, ich habe die Lampe nicht festgemacht. Aber hier ist halt auch. Ja, hier ist nichts weiter zu sehen, erstmal. Was das hier so Belüftung ist. Es könnte sein, dass hier tatsächlich irgendwie so eine Art. Dass, ja, die Abluft war vielleicht. Für die Chloranlage, wenn die unten drunter war, das hat ja bestimmt gestunken, wie Sau. Ja, das sind Anschlüsse, war der Schaltraum. Aber irgendwie ist das hier was Unheimliches, ne? Da vorne ja. Die ganze Zeit von der Decke. Ja, das ist irgendwie nicht schön von, ach, ich glaube, nee, hier war ich auch noch nicht. Und hier ist das Einzige, was ich hier sehe, ist hier diese rote, als ob man das öffnen könnte. Vielleicht war das früher mal Kohlenkeller oder sowas. Das ist hier der Heizraum. Das könnte sein, tatsächlich, dass das hier Heizraum war oder sowas. Früher haben, ich weiß nicht, wie die früher geheizt haben. Das ist ja Ruhrgebiet, sicherlich mit Kohlen. Kessel und so. Aber das ist ja noch viel älter, das ist Stahlzeug, das ist ja schon übelst verrostet. Wenn das hier 60er Jahre ist, dann... Ja, das ist richtig alt. Und es hat halt noch eine Belüftung. Also hier unten drunter habe ich Lüftschächte gesehen. Hier ist eine Treppe, die habe ich noch nicht benutzt. Ja, wo versteckst du dich diese kleinen Dinger, ne? Meinst du das? Also da hier war bestimmt kein Schaltraum, oder oben drüber? Nee, nee. Aber da hier sind ja, hängen ja auch irgendwo Kabel runter. Ja. Da, genau. Stimmt. Ja, jetzt mal wieder ganz anders. Jetzt sehe ich von dem Raum, wo ich eben war. Ach, sieh an. Kegelsport, da habe ich jetzt eben vorhin schon gestanden und habe gerätselt, was das hier ist. Könnte eine Kegelbahn gewesen sein. Den musst du erst aufpumpen, dann der ist noch platt. Ja, leider bin ich noch nicht ganz durch, aber es kommt nicht mehr viel. Für was diese Platten waren, weiß ich nicht. Und hier, wenn man rausgeht, buh, kann man schön aufs Dach gucken. So, mit diesen Kirchturm noch einzige Wand. Erstmal wird es drin, aber Sommer nicht. Und hier ist noch was dran. Aber da hier, das kommt mir auch so bekannt vor. Sag mal. Hä? Das Treppenhaus haben wir gar nicht gesehen. Oder sind wir nicht wieder da? Ja, toll. Hat jetzt nicht viel gebracht, ne? Ja.